Hallo zusammen, schön sind wir wieder dabei. Heute nehmen wir mit auf eine Tour auf Kgari-Insel oder Fraser Island genannt. Zuerst sind wir mit der Fähre übergefahren und nach dem Strand Richtung Campingplatz. Und anschliessend haben wir den Ausflug gemacht zu einem See, der in einer Sandwüste ist. Da ist jetzt die Wanderung dort hin. Die ist so etwa eine gute halbe Stunde gegangen, 40 Minuten. Jetzt sieht man dann die Wüste vorne dran. Hinten dran, der Weisse, den ihr seht, ist Silikon. Und hier unten sieht man jetzt den See. Besonders schön ist, wenn man dann vom Wasser richtig raus schaut, ist atemberaubend. Wenn man einfach so richtig einen Sandhügel sieht, ist relativ stark. Jetzt sind wir wieder zurückgefahren zum Camp. Dort hat sie in der Nähe noch so einen Bach baden können. Und in der Nacht hat man einen wunderschönen Sternenhimmel gesehen und auch die Milchstrasse. Am Morgen sind wir dann vor dem Morgen zum Strand, wo ganz in der Nähe war, gegangen, den Sonnenaufgang beobachten. Einen wunderschönen Sonnenaufgang. Anschliessend sind wir dann in den Norden gefahren, wo wir unterwegs noch mehrere Dingos gesehen und sind Richtung Champagne Pool gelaufen. Wir sind gerade im nächsten Bild gesehen, also hinter dem Hag unten dran, das ist der Champagne Pool. Wo es häufig, wenn es kleine Wellen hat, Wasser anspringt. Nachher sind wir noch in die Nähe. Ich bin jetzt weiter in den Norden gegangen und dort noch einen Spaziergang gemacht zu einem Aussichtspunkt, den man rundherum gesehen hat. Hier haben wir von oben runter noch einen Schildkröte gesehen im Wasser. Wenn man es auf dem Video natürlich nicht gesehen hat, war es zu weit weg, um sie auf der GoPro erkennen würde. Dann auf dem Ritterweg sind wir am einen Ort noch gehalten, wo es so viel sagt, dann ein Schiff, das gekentert ist. Beim 35 sind wir an einem Ort, wo es so einen Bach hat mit extrem sauberem Wasser, wo man zu oberst oben runter kann, man auch, wo es springt, wo der Teil anfängt, kann man sogar direkt vom Wasser trinken. Da sind wir so runtergefahren, mehrmals. Es ist nicht eine mega lange Fahrt, aber trotzdem sehr schön. Am nächsten Morgen wieder der Sonnenaufgang. Wunderschön war. Dann sind wir zu einem See gegangen, der Silikon hat. Rein Silikon, das reinste der Welt. Und anschliessend sind wir dann noch in den Regenwald gegangen. Hier sieht man jetzt noch vor dem Regenwald. Holzfällersiedlungen ehemalige und nachher sind wir an einem Bach entlang gelaufen, wo man jetzt hier unten sieht. In diesem Bach darf man nicht schwimmen oder baden, darf man nicht betreten, dürfen nur die Aborigine Frauen, oder zumindest früher haben sie in diesem Bach gebärt. Aus dem Fluss hat es extrem klares Wasser und oben hat es ein Wasser an, wo direkt aus dem Bach das Wasser rauspumpt und das Überste ist auf der ganzen Insel. Extrem gut schmeckt, hat verschiedene also Farns gehabt, die grössten von der Welt. Farns sind ja die ersten Pflanzen gehört, noch zu der Dinosaurierzeit, was noch keine Bäume gegeben hat. Und es hat dann noch ganz kleine Löcher gegeben. In diese Löcher tut man besser die Finger nicht einstecken, weil es hat eine extrem giftige Spinne, ein Stich und überlebt keine Minuten. Aber sie haben noch nie über den Tag gegriffen. Danach sind wir dann wieder zurück und haben uns auf den Highway gemacht. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video einen guten Einblick in die tolle Tour geben können und die wunderschöne Insel.
Falls das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Mich würde es sehr freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt und wenn du den Kanal abonnierst, wenn du zukünftig mich auf meiner Reise begleiten willst und dann wieder bei der Wanderung in der Schweiz. Bis zum nächsten Video.